Aha. Seriös präsentiert. Hallo und herzlich willkommen zum PeteCast 433. Heute mit allen außer Sebastian. Schön, dass Hallo. Ihr da seid. Hi. Hallo. Ich hoffe, euch geht's allen gut. Yes. Wir haben wie immer oder wie so häufig am Anfang eine Ankündigung in eigener Sache, nämlich am 8.6.2024, also sehr bald, findet das große PeteSmeet Card Event statt. Also und einen Tag vor der Europawahl. Richtig. Und viele hatten übrigens gefragt, ob nochmal so eine Wahl-O-Mat-Show kommt. Die kommt übrigens auch wieder passend zur Europawahl. Aber zum Card-Event, das kommt euch vielleicht einigen recht nah am letzten vor. Das ist auch absolut korrekt, denn letztes Jahr hatten wir das die kommt Male. Mir so vor, das ist richtig. Ja, ist richtig. Wir hatten das immer am Ende des Jahres. Da das Ende des Jahres aber so voll ist, wollten wir das mal nach vorne ziehen. Mal gucken, wie das läuft. Und mittlerweile stehen alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer fest. Und diesmal eine ganz große Neuerung, Teams. Also, das ist keine Neuerung, aber viele Zweierteams. Eigentlich ausschließlich. Nur Zweierteams. Ja, genau. Nämlich 6 Stück. Jay, wer ist da am Stissel? Mitashi und Lisa Köppers in Team Rot. Team. Jawohl. Achso, ich muss weiter vorlesen. Lost Kitten und Mango in Team Orange. Dann haben wir noch Silvia und Steini in Team, ich glaube es ist Pink oder Rosa. Ja. Dann haben wir Team Merle Perle und Team Rumatra in Team Blue. Und dann haben wir Die Halukat und Sintika in Team Lila. Dann hast du aber ein Team vergessen, genau. Team Jay und Sepp in Team Green. Das ist Team PeteSmeet sozusagen und moderiert wird das Ganze oder kommentiert wird das Ganze von Christian und Bram. Hallo. Genau, und ja, ich muss aussetzen, weil ich da wahrscheinlich mich um so ein kleines Baby kümmern muss. Kannst du nicht den Kleinen einfach schultern, so währenddessen einfach auch ins Kart nehmen? Guck mal, gibt's doch schon zwei Sitzer schon und so viel, da ist er also. Ich war letztens bei der Trageberatung. Das da, wo wir auch unseren Kinderwagen bestellt haben. Ja, genau. Das gibt eine ja so, Trageberatung. Genau, es gibt ja so Babytragen. Aha. Und da gibt es ganz viele. Und da wurde dann sozusagen gesagt, wie man die umzieht, anmacht, zumacht und was am besten passt. Du bist dann auch so eingetuckt mit so einem, mit so einem Bandagending, nenne ich es mal. Und das Baby dann so vor dir hängt. Ja. Cool. Das Baby hängt dann vom Bauch. Und das heißt, da wird mein Rücken dann doppelt belastet, weil am Bauch hängt schon sowieso eine ganze Menge. Aber irgendwie. Warum hängt das denn nicht auf Brusthöhe? Was ist denn, wenn du das nicht auf der Brusthöhe machst, sondern auf dem Rücken? Ja, gibt's auch. Aber ich glaube, soll man noch nicht ganz so früh machen. Okay. Sondern das ist dann erst für später. Aber okay. Was weiß ich. Ja, das passt schon irgendwie. Also ja, das wäre eine Möglichkeit. Ich glaube allerdings, dann so im Car zu sitzen, wäre das Baby. Kannst du deine Haare nicht einfach auch wie so ein Babynest formen oder so und den dann da reinsetzen oben? Und der muss sich dann festhalten, oder was? Wie nö, der, das dann ist, kannst du doch, wenn du die hoch... Zieh dir dann an den Haaren. Nein, wenn du die hochsteilst oder so, dann hat der genau. Wie so ein Nest. Lol, du wolltest dein Kind doch eh die Ratte nennen, also passt das ja perfekt. Wann ist es soweit? Lass mich kurz ausrechnen. Irgendwann nächste Woche für, oder übernächste Woche. Ich rechne für Peter aus. Morgen in einer Woche. Wir haben heute den 23. Ja. Möchte ich ganz kurz sagen, 5. Also wir hoffen natürlich, dass es nicht an Jays Geburtstag kommt, aber wir werden mal sehen. Wir werden mal sehen, was passiert. Mal gucken, ob ich beim nächsten Podcast dabei bin, aber ich gehe mal davon aus. Wir hätten einfach eine Woche früher oder eine Woche später, ne? Aber nein. Na, mal gucken. Wir wissen es ja nicht. Das wäre so krass, so, keine Ahnung, die wehen so am 30.05. so um 23 Uhr oder sowas und dann so, press schneller, 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 Hadi, beeil dich. Oder halt drin, halt ja, drin. 23.59 Uhr, so, okay, du musst das jetzt noch 24 Stunden drin behalten, so geht das nicht. Ich gehe fest davon aus, dass du auch ein Schmüskel mit denen machen kannst, dass wenn du da sitzt und dann schreiben die dir schon den ersten auf, obwohl noch der 31. ist, obwohl das 22 Uhr ist. Boah, in Deutschland? Ja, das gar kein Problem. Nicht. Doch, safe.
Also so wichtig ist mir das jetzt auch nicht, dass das nicht den gleichen Geburtstag hat wie Jay, dass ich da jetzt anfangen würde, offizielle Papiere zu fälschen. Okay, ich muss die Ärzte oder die Hebammen da noch schmieren gehen, ja, also damit sie auf den 31. eintragen. Als ich im Zivi war, war ja auch der Kreisler mit dabei und da hieß es so, ja ganz ehrlich, die Papierkram wird dann immer danach gemacht und dann setzen die sich da hin und so, ja, wie spät war das ungefähr? Ja, so, und dann passt das schon, weißt du, da ist halt niemand so mit der Uhr, okay, jetzt 13.31 Uhr, jetzt aber. Okay, ich werde mal gucken, ob ich es schaffe, genau auf die Uhrzeit zu achten in dem Moment. Wahrscheinlich nicht, aber wäre schon witzig. Also mal gucken. Also, keine Ahnung. Wird schon alles. Zum Thema Gaming. Ich habe wieder einen Gaming-Tipp für euch. Jetzt, ich weiß noch was. Ja, ich auch. Ja, was denn? Nee, ich wollte das gar nicht nehmen. Ja, sag mal. Nö. Ja, du weißt es nämlich gar nicht. Ich finde es jetzt nicht gut, dass du mich hier forst mit deinem Spiel, was du jetzt erst gespielt hast, was schwerer war als Dark Souls. Ja, ach, wie heißt das? Heißt? Ja, warte, ich muss es suchen. Wie heißt das? Ja, dein Name ist nämlich auch richtig beschissen, muss ich leider sagen. Ja, ich bin glaube ich nicht schnell genug, um jetzt das hier zu überspielen. Nee, wir haben letzte Woche im Podcast haben wir ja einfach mal in die Metacritic-Liste geguckt und festgestellt, oh, Animalware ist richtig gut bewertet, das habe ich aber relativ schnell durchgespielt. Da gibt es ja auch noch andere Spiele, die dann in der Woche rausgekommen sind, die richtig gut bewertet sind. Und eines dieser Spiele war Lorelei and the Laser Eyes. Oh ja, ich erinnere mich, da haben wir kurz drüber gesprochen. Genau, da haben wir kurz drüber gesprochen, weil wir dachten, what the fuck ist denn das? Und das ist für, auf dem PC hat das ein Metacritic von 91 und auf der Switch ein Metacritic von 87. Und das ist im Endeffekt ein Rätselspiel. Es ist wirklich ein absolutes Rätselspiel von, du machst da Sachen wie so IQ-Tests, Rätsel, ich weiß nicht, so führe diese Zahlenfolge fort, bis hin zu so Umgebungsrätseln, die am Anfang des Spiels mal irgendwo angefangen haben und sich dann über die komplette Laufzeit ziehen bis zum Ende. Und du kommst da an als, also die Figur, die du steuerst, ist eine Frau, die kommt an in so einem alten Hotel, was aber nicht mehr offen ist, wo Kunstausstellungen drin sind. Und das steuert sich so ein bisschen wie so Resident Evil, als es noch nicht diese Third-Person-Kamera hatte, sondern du bewegst dich von Raum zu Raum mit einer festen Kameraperspektive. Mhm. Und du musst halt herausfinden, was in diesem Hotel los ist, weil da läuft einiges schief. Das hat so dann auch so leichte Horroranspielungen und so. Oh. Ja, und das hat mich komplett an Steam Deck gefesselt, so richtig hardcore, weil ich diese Mischung aus cooler Atmosphäre und Rätseln, die so super befriedigend sind, hat mich total gecatcht. Und deswegen habe ich das jetzt laut Steam 18 Stunden gespielt und auch durchgespielt mittlerweile. Das ist wirklich sauschwer. Jedes Magazin oder jedes Review, was ich gelesen habe, sagte, du musst auf jeden Fall mit Zettel und Stift spielen. Ich habe gesagt, brauche ich nicht, auf gar keinen Fall. Das ist nur was für Lappen. Ja, genau. Und habe dann immer nur so Fotos mit dem Handy gemacht und mir Notizen in die App reingeschrieben. Aber irgendwann musste man halt auch Symbole aufschreiben. Und es ging um, wie voll ist der Mond und griechische Symbole und alle, also wirklich römische Zahlen, das geht in alle Richtungen, du musst um 15.000 Ecken denken. Die Rätsel sind auch viel zu schwer für ChatGPT. Ich habe zwischendurch auch mal die neueste ChatGPT AI bemüht, die hat da komplett versagt leider. Nicht ein Rätsel, was ich da reingeführt habe, konnte das lösen. Stark. Aber ich bin also offiziell klüger als ChatGPT. Geil. Ja. Na, immerhin. Ja, danke schön. Na, immerhin. Ja. und ja, bis zum Ende sehr motivierend gewesen und hat sehr viele Gaming-Anspielungen und Film-Anspielungen, so, das ist schon sehr nice. Doch geil. Lorelei and the Laser Eyes heißt das Spiel, da manchmal hört man ja nur halb zu bei so einem Podcast, deswegen wollte ich das am Ende jetzt hier nochmal einmal sicherheitshalber sagen. Lorelei and the Laser Eyes. Genau. So geschrieben. Habt ihr irgendwelche Empfehlungen? Ja, aber nicht im Bereich Gaming. Okay, heraus. Sondern im Bereich, weiß nicht, jetzt muss ich mal ausdenken, ich wollte ein Ja sagen, ich hatte keinen wirklich. Ich wollte eine gute Transition machen zu irgendwas, hab aber keine. Ich habe mich die ganze Woche mit meiner Wohnung beschäftigt. Ich habe, am Dienstag war eine Innenausstatterin hier.
für ein erstes Mal ein Review und es ist interessant, dass es eine Technik mittlerweile gibt. Mittlerweile gibt es ein 3D-Rendering von deiner Wohnung, wenn du das möchtest. Mhm. Ja, auch für Licht ist es halt super wichtig. Und das fand ich irgendwie schon ganz schön cool, dass es sowas gibt. Dann wird das da einfach so ausgemessen und so Geschichten. Das ist schon sehr interessant und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin auch kein Mensch für, wenn da so 1 Million verschiedene Couchen und Stühle zu finden sind, weil so die Auswahl erschlägt mich dann einfach. Ich weiß nicht, das ist zu viel. So, ich verstehe, warum Leute einfach sagen, so, ich gehe jetzt nach so Ikea und dann komme ich da raus und werde alles einfach dabei haben, was ich brauche. Gar nicht, weil das alles das Beste ist, was die da haben. So einfach, damit du halt von der schieren Anzahl an Möbeln, die du überall kaufen kannst, dich erschlagen wirst. Wie funktioniert das denn bei einer Innenausstatterin dann? Die kommt zu dir nach Hause und die sucht doch dann für dich aus, nee, oder nicht? Erstmal geht es um Mood. Ja, so, also da gab es so Moodboards. Ich habe viel Mut. Ja, da gab es so Moodboards. Ach so, M-O-O-D. Okay, ich habe am M-U-T gedacht. Genau, und dann wird halt so geguckt, in welche Richtung das gehen soll. Bei mir war es dann so elektrischer Steampunk-Industrial-Stil, das waren so die Sachen. Was? Bei mir. Moment, so. Dann muss ich holen. Elektrischer? Das sind mehrere gewesen. Achso, elektrisch ist schon mal ein. Was ist denn elektrisch? Ja, das elektrisch ist so eher so ein geordnetes Chaos mit vielen Farben und wo zum Beispiel du dann eine gerade Kante auch auf eine runde Kante schießen lässt, während dann so Industrial, ja, kannst du dir vorstellen, mit so offenen Betonflächen und so Geschichten. Oder wo dann auch die Rohre so zu sehen sind und nicht halt zwangsläufig alles unter Putz ist oder auch die Kabelkanäle und man dann das als Ausstattungselement nutzt. Und dann Steampunk, ja, Steampunk halt. Ja, Steampunk kenne ich auch. Ich weiß nur nicht, wie sich das jetzt zum Beispiel widerspiegelt in so einer Wohnungsoptik. Nee, das weiß ich halt auch noch nicht, weil der erste Brams Herd hat jetzt so einen Schornstein. Ja. Nee, gar nicht. Also, und dann ging es doch darum, welche Sachen mir wichtig sind. Ich habe zum Beispiel, ich bin ein Nerd, ich möchte auch, dass Gaming mit einfließt, aber jetzt nicht so komplett voll in die Fresse, sondern eher so, you know. Und Peter, du hast, aber bei Steampunk-Einrichtungen hast du halt relativ viel, sag ich mal, wenn du so dunkle Rahmen hast und dann dunkles Holz zum Beispiel auch dabei, aber dann auch, mechanische Einflüsse. Ganz schwierig für mich vorzustellen. Wenn ich also kannst du mal nach googeln, also da gibt es Bilder zu, da deswegen komme ich da drauf. Habe ich also gemacht, nee. Steampunk Haus, aber dann kriege ich nur fiktive Dinge. Mach mal Steampunk einrichten oder Einrichtung. Ah. Also eine Innenausstatterin sorgt jetzt bei dir in dem Fall nur für Möbel oder auch für mehr noch? Für alles Mögliche, was da mit dabei ist. Also sowohl für die Möbel, als auch für die Wandfarbe, als auch für den Kabelkanal, für die Regendusche, die ich haben möchte. Und dann werden halt so deine Needs, die du hast, in Kombination mit der Optik dann gebracht. Und dann, um mal ein Beispiel zu nehmen, ich möchte zum Beispiel dieses Gaming-Theme mit drin haben, aber nicht sofort in die Fresse, sondern nur dieses you know. Und dann wäre zum Beispiel so eine Möglichkeit, einen Kabelkanal zu legen, der aussieht wie so eine Röhre aus Super Mario. Das ist eine... Also hast du die Wohnung gekauft oder wohnst du immer noch zur Miete? Weil ich würde, glaube ich, niemals für eine Mietwohnung so viel Kohle ausgeben, oder? Ja, und die Möbel kannst du auch mitnehmen, auch in eine andere Wohnung. Ja, aber wenn ich, deswegen habe ich ja extra nochmal gefragt, ob du halt da mit, du sagst ja was von Kabelkanälen, die da gelegt werden und die Regendusche, die dann da reingebaut wird noch und die Tapete, die du dann neu machst oder sowas, das hört sich ja schon so an, als wenn das schon sehr, ja, sehr viel ist, was du da änderst, noch ja, aber für eine Mietwohnung. Also renovieren musst du ja, also ob ich jetzt halt dann eine andere Tapete nehme oder halt das Wandmuster, was ich möchte. Ich meine, ich hätte ja gerne schon eine Wand, die vernünftig ist. Und ob ich da jetzt halt sonst was drauf malen lasse oder halt ein bestimmtes Muster, kostet ja am Ende nicht mehr. Also das Muster bringt ja die Kosten nicht nach oben. Ja, moin. Ja, aber das, ja, keine Ahnung, weiß ich nicht. Ich denke mal halt immer, so eine Mietwohnung ist oder nicht? Ich? Nee, ich habe ja keinen Kabelkanal gelegt. Okay. Oder ja, was meinst du? Ja, ich dachte halt, so ein Kabelkanal für eine Lampe zum Beispiel, die an der Decke hängt, aber da hängt die Decke Lampe leider an der falschen, also der Strom liegt zum Beispiel. Ach so, du musst einfach die Decke aufmachen und dann Kabelkanal reinlegen. Nicht reinlegen, dran. Genau, dran. Ach so, ja, wow. Ja, klar. Ja, genau, sowas halt. Also, und das finde ich für eine Mietwohnung überhaupt nicht. Ja, haben wir auch beim Einzug, haben wir ja überall Kabelkanäle gelegt, weil du willst ja schon nicht nur 2 Tage da wohnen und dann soll das, also das ist ja jetzt auch kein kostenintensiver Posten. Ich habe keine Ahnung, wie teuer so war das. Ich denke, das ist okay. Ja, also ich habe jetzt nicht vor, die Wand aufzustemmen, falls du das jetzt meintest und ich ziehe so einen Schlitz, wo dann ein Kabel reingelegt wird, so nicht, sondern halt, wenn halt das einfach nicht an der richtigen Stelle ist, dann muss das halt gelegt werden. Im Sinne von dann halt mit einem
Heißt das nicht Kabelkanal? Doch, oder? Heißt das doch, doch, das heißt ja, Kabelkanal. Das ist ein Kabelkanal. Haben wir ja, letztens hier nochmal gemacht, weil wir jetzt den Kühlschrank ja bei uns offen in der Küche, Esszimmer, Wohnzimmer-Nummer stehen haben. Da haben wir auch einen Kabelkanal. Die kannst du einfach für 6 Euro bei Amazon kaufen. Deswegen, und dann also, einfach dran kleben. Ich habe quer durch die Wohnung zum Beispiel, weil Internet bis zu mir an den Schreibtisch, das geht ja immer quer durch die Wohnung. Da haben wir einen Kabelkanal einmal überall über die Leiste gelegt. Ja, genau, zum Beispiel. Ja. Das liegt halt Kabel ja einfach rum. Ich kann mir da trotzdem noch so halt gar nicht Hund, vorstellen. Aber ist für den Hund dann auch nicht schlecht, Jay, ne? Also ich kann mir das auch noch gar nicht vorstellen. Ja, aber was stelle ich mir denn für eine Kabelkanal vor? Ich kenne doch nur diese Leisten. Das ist einfach, genau, ja, das ist einfach das eine Leiste. Genau, das ist ja eine Leiste. Das ist eine Leiste, wo ein Kabel reinkommt und dann machst du die zu. Ja, aber die Fußbodenleiste oder was? Da hatte ich halt, also da kenne ich dann halt. Ey, da so drüber. Das, nee, das ist ungefähr so. Habe ich noch nie gehabt. Das ist so groß wie das Kabel, nur in viereckig. Ja. Weil das reinpasst. Damit er da auch nicht so rumflattert. Genau. Damit wenn du ein Kabel von A nach B legen musst, wo das vielleicht nicht so ganz optimal ist. Ich muss zum Beispiel vom Schlafzimmer in mein Arbeitszimmer ein LAN-Kabel legen, weil hier kein LAN-Kabel-Anschluss ist. Deswegen macht man das halt so, damit das schöner aussieht und nicht so rumflattert. Okay, habe ich noch nie gehabt, aber habe hier auch überhaupt gar keinen. Hast keine Kabel in der Wohnung. Nee, weil die Kabel halt gar nicht so weit weg sind von den, also keine Ahnung, also ich sehe nicht so, als wenn ich jetzt das Kabel aus der Steckdose gar nicht sehen darf oder nicht, oder so oder nee, wie muss das Zweifel müssen, ja, beim Zweifel muss halt davon, keine Ahnung, ich weiß nicht, wo bei dir der Router ist, aber in meiner alten Wohnung zum Beispiel lag ja ganz lange das Kabel einfach 2 Räume lang durch den Flur und durchs Wohnzimmer auf dem Boden, weil naja, ich musste halt 3 Räume weiter. Da habe ich halt den Vorteil gehabt, dass jedes Mal in der Wohnung, wo ich wohnte, direkt ich neben dem Internet saß. Ja, gut, zum Beispiel. Und dafür halt, oder halt, wenn halt, wie gesagt, meine Lampe. Ich musste mich damit nie auseinandersetzen. Und das ist auf jeden Fall für mich kein Kostenfaktor. Und die Möbel an sich, da brauche ich ja eh neue. Da kauft man sich ja eh die einem gefallen. Also das hat ja auch nichts mit der Wohnung per se zu tun. Und natürlich würde ich jetzt hier nicht neuen Parkett verlegen oder so. Okay. Wie, also ihr habt euch dann einmal getroffen? Jetzt genau, das erste Mal jetzt. Achso, da kommen noch mehrere Treffen. Ja, ja, genau. Und dann das erste Mal war jetzt erst so die Beschreibung von den Funktionalitäten jedes Raumes, wie das denn so genau laufen soll. Und dann wird daraufhin jetzt, so wie gesagt, so ein Moodboard erstellt, damit man sich das mal vorstellen kann, wie halt zum Beispiel dann im Arbeitsraum soll halt ja dann Arbeit halt stattfinden und dann darf es da zum Beispiel etwas nerdiger sein, aber trotzdem soll es vielleicht aufgeräumt sein oder halt vollgestellt, je nach Präferenz. Und gleiches dann halt für so ein Wohnzimmer, da wird dann gefragt, okay, ist das zuerst für dich so der Chillort oder eher so für dich, zum Beispiel bei mir ist der Wohnraum mit Küche ist bei mir eher so der Raum, den ich nur nutze, wenn ich Gäste habe. Ich bin selber, wenn ich ganz alleine bin, selten auf der Couch. Ja, dann bist du eher in deinem Arbeitszimmer wahrscheinlich, wa? Genau, ich bin halt eher am Rechner und dementsprechend ist das für mich eher so ein Raum, der Raum, der für Gäste auch da wird, der dann dementsprechend so eingerichtet werden soll, weil der muss halt nicht so auf meine persönlichen Bedürfnisse ausgerichtet sein, also mir muss auch gefallen, aber der ist halt eher so dann konzipiert auch von, hier müssen Gäste Platz finden, dementsprechend braucht man zum Beispiel einen größeren Tisch, an dem man halt Brettspiele spielen kann und. Während wenn das einfach nur meine Lümmelwiese sein sollte, wären ja die Needs eine ganz andere. Ja, ich mag erstens den Begriff Lümmelwiese auf jeden Fall. Ja. Wenn man sich da hinlümmelt. Ja. Genau, und so ist das dann halt kommt man dann so von Höchsten auf Stöcksten, wie es schon heißt. Dann geht es erstmal darum, welche Stimmung in dem jeweiligen Raum halt herrschen soll. Und von da aus geht man dann so weiter ins Kleine. Und was soll dann beim nächsten Treffen passieren? Hat ihr dann schon Beispiele mit? Ja, so? Dann treffen die sich im Berghain und feiern eine Runde. Das ist jetzt ein Date, das zweite Treffen. Das wird. Als allererstes bekomme ich jetzt halt mal diese, also beim ersten Mal war es natürlich so die Beschreibung, die musste ich die Wohnung angucken, dann muss ausgemessen werden, bla 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 bla. Und jetzt bekomme ich erstmal so digitale Sachen und dann gibt es halt so ein Online-Treffen, sowas möchte man eigentlich wie haben. Und dann kann man die quasi, muss man sich da vorstellen, wie so den Kitchenplaner von Ikea, da kann man so erstmal so ein bisschen hinstellen. Und von da aus dann, wenn man möchte, halt auch noch ein 3D-Rendering seiner Wohnung haben und dann halt fängst du halt an, so loszugehen. Okay, dann kann man die Couch halt so stellen. Vielleicht findet man die dann auch direkt irgendwie, in welche Richtung die gehen soll. Und dann wird man halt beraten, okay, hier die Elemente, die du bekommst für, Steampunk von mir aus, sage ich jetzt einfach mal, die findest du halt eher so in den und dem und den Laden. Da kann man dann mal hingehen und sich das dann angucken. Oder halt aber auch die geht für dich einkaufen, wenn du möchtest. Und dann guckt sie sich das an und schickt dir halt nur Bilder.
Das kannst du ja natürlich buchen, je nach Kostenintensität, die du auch möchtest, wie du möchtest, bis hin zu, okay, Digga, ich fahre jetzt halt 3 Wochen lang nach Japan und ich komme wieder und ist einfach fertig. Ja, das fährt natürlich. Also da auf dem Weg kannst du natürlich das komplett anderen Leuten überlassen oder halt selber ins Klein gehen. Und ich habe halt für mich die Problematik einfach, dass mich die schiere Auswahl an Sachen erschlägt. Ist das denn so? Ja, du gehst halt in unterschiedliche Häuser rein, guckst dir an, was dir gefällt. Ja genau, also, das verstehe ich, aber ich finde das schon trotzdem krass, wenn er halt, wenn ich in unterschiedliche Häuser reingehe und gucke, was mir gefällt, dass ich halt dann 39 verschiedene Couches schon habe. Finde ich halt schon überwältigend viel. Verstehe ich. Ja, wobei, die werden ja da schon alleine durch reduziert, wenn du dir die Größe alleine mal überlegst, ne? Und wofür du die überhaupt brauchst. Also du holst dir ja nicht so eine 3-Mann, also so eine 2-Mann-Couch, wenn da mehr Leute drauf sitzen sollen zum Beispiel. Nee, genau. Genau, so Needs müssen natürlich dann definiert werden, klar. Ja. Wie sucht man denn da am besten eine Innenausstatterin aus? Weil du bist jetzt, sagst ja, nerdy Steampunk oder sowas. Das hört sich ja jetzt schon so an, als wenn das nicht Gustav oder Olaf oder Ursula, 55 bis 60 Jahre alt, kurz vor Rente, dann aussucht und dann geile Innenausrichtung, ja, Innenausstattung für dich hat, oder? Und das ist Ursula, 55 bis 60, kurz vor Rente, die das sogar macht. Ach krass, okay. Ja, weil die sagt halt so, es muss halt nicht ihr gefallen, ihre Aufgabe ist es, quasi die Bilder, die ich im Kopf habe, da rauszukriegen und dann halt darzustellen, damit ich dann sagen kann, yes. Und das ist ihr dann halt mehr oder weniger egal, weil sie meinte so, ihr muss das am Ende gar nicht gefallen, sondern ich muss mich da halt wohlfühlen. Und sie findet halt, sie ist dann quasi nur so die Begleitperson, die dann dafür sorgt, ey, was hältst du davon, was hältst du davon? Oder versucht sich dann immer näher anzunähern. Aber natürlich, wenn ich selber jetzt habe, ich möchte aber den Tisch haben, dann wird sie nicht sagen, nee, Dennis, tut mir leid, den kannst du nicht haben. Das ist mir schon klar, nur ich weiß halt nicht, ob, ja gut, die wird dann wahrscheinlich einfach dein Portfolio haben, dass sie dann dir da zeigt. Ja genau, wobei halt keine Möbel. Also da ist schon dann, das ist dann schon angeplant, so in Möbelhäuser zu gehen, sich das anzugucken. Aber sie kennt dann halt für die jeweiligen Richtungen, ja, dann die Sache. Zum Beispiel war ihr auch dann relativ schnell klar, so nach dem Motto, okay, pass auf, sie ist nicht so Gaming-affin. Sie meinte dann aber auch direkt so, okay, aber ich möchte ja wahrscheinlich nicht irgendwie so die typischen Minecraft und Super Mario haben, die sie auch kennt, oder Tetris, sondern ja wahrscheinlich schon so Sachen, mit denen ich auch was verbinde. Da bräuchte sie dann halt von mir Hilfe, welche Games denn das wären. Ja, würde mich auch mal interessieren, weil Steampunk-Games habe ich mal gerade nachgegoogelt. Also jetzt hänge ich mich 9. an dem Steampunk natürlich ein bisschen auf. Du hast ja mehr als Bioshock. Bioshock wäre eins zum Beispiel. Ja, oder halt super viele Factorio und so ein Zeug, ne? Also, das ist ja das, was Rammer spielt. Ja, Factorio ist mir jetzt hier gar nicht untergekommen bei der Recherche, muss ich sagen. Anno würde ich auch noch als so eine Art Steampunk im Zweifel bei manchen Sachen sehen. Ja, und es ist halt ja nur, und das ist ja nur für das Moodboard. Das heißt jetzt ja nicht, dass du nachher irgendwie so ein komisches mit Zahnrädern besetztes irgendwas, einfach so Rohre quasi random sind, einfach irgendwo haben muss, wa? Ja genau, aber die meinte, die braucht Hilfe von dir, welche Spiele du so meinst, und da würde mich mal interessieren, welche du so genannt hast. Noch gar keine, das war das Öffnis, also bis dahin muss ich mir noch Gedanken machen. Okay, welche wirst du nennen? Also auf jeden Fall werde ich so ein paar Spiele nennen, die mir halt beim ersten Treffen auch gar nicht eingefallen sind, wie zum Beispiel Mass Effect. Ja, das finde ich gut. Das finde ich gut. Ja, habe ich zum Beispiel gar nicht drüber nachgedacht beim ersten Mal treffen. Aha. Aber ich meine, das ist okay, man weiß ja nicht alles, alles sofort. Schön, so eine Andromeda-Leinwand. Nee, das muss gar nicht. Aber ich hatte früher ja auch immer von Mass Effect diese große Sonne, wo der Unbenannte, wie hieß der Typ? Der Elusive Man oder so hieß der. Ja, genau, ja. Der saß ja in einer Szene, sitzt ja so vor der Sonne, und da hatte ich dann halt auch immer so ein großes, so ein Leinwandbild von. Und, du willst eine lebensechte große Liara-Statue nackt, oder? Exakt, das möchte ich haben. Hast du mich erwischt? Nee, aber da waren dann so Spiele bei wie Gothic, World of Warcraft, Call of Duty Modern Warfare 2, Factorio habe ich tatsächlich auch genannt, Oxygen Not Included. Und einfach dann so das als Stile so mit reinzunehmen. Wie gesagt, ist wichtig ist dann, dass du dann am Ende, um ein Beispiel, wie gesagt, noch zu nehmen ist, stell dir vor, du hast einen Tisch und dann hättest du so eine Atlas-Figur, die den Tisch hält, und das wäre dann halt Link. So auf dem Level soll der Einfluss sein. Das wäre so geil, wenn Link bei dir einen Tisch halten würde. Ja, nee, Link wird bei mir wahrscheinlich nicht den Tisch halten, ehrlicherweise. Der Myriklurianer da, der kann meine Tischplatte halten. Aber ich meine damit so auf dem Niveau, weißt du, so wenn du weißt, dann denkst du, nice. Und wenn du nicht weißt, okay, dann ist es halt quasi für dich einfach Atlas, der halt den Tisch hält. Okay, ich bin sehr gespannt. Ich bin auch total gespannt, aber ich bin auch super skeptisch der Geschichte noch gegenüber. Bin ich ganz ehrlich, habe ich ja auch gesagt, und ja, das hat sie aber freundlich weggelacht und meinte so, ja, das kann sie schon verstehen. Das ist halt schon ein bisschen überwältigend. Es gibt ja auch viele verschiedene Sachen, die man halt braucht. Und ja, und die Möbel kosten halt so viel, wie die Möbel halt kosten. Und ihre eigene Dienstleistung ist gar nicht so teuer, wie man denkt.
kostet das denn? Ja, für die ganze Wohnung jetzt wahrscheinlich so irgendwo Richtung 3. Du kannst ja den Preis selber festlegen. 3 Millionen Euro. 3.000, 3 Euro. Du sagst ja doch ein Preisfenster. Halt, also du gehst ja nicht hin und du kannst ja auch für 50.000 Euro das holen. Ja, genau, natürlich. Du kannst also gibst ja ein Budget vor. Du kannst also, genau, die, also, aber ich meine, ihre Leistung halt so, meinte so, bis das ja alles fertig war, wenn ich sie für jeden Raum haben möchte, dann liegt man wahrscheinlich irgendwo in die Richtung. So, die Möbel sind dann logischerweise nicht da drin. Meinst du dann? Ja, genau. Ja, natürlich, die Möbel sind logischerweise nicht da drin, ja. Und aber ich meine, also ihre Zeitaufwand, das, was sie tut, das Arbeiten und so weiter, das mit einem rausfinden, irgendwie so in die Richtung. Na gut. Die wird ja wahrscheinlich auch nicht Ikea raussuchen oder wird die Ikea da auch aussuchen, weil da wird es halt auch nochmal arschteuer, wenn die dann in irgendwelche KDW-Möbelhäuser geht. Wenn du möchtest, such dir auch Ikea raus. Das ist der, okay. Halt, das ist der halt Latte, wirklich. Also das ist halt der vollkommen egal. Ich dachte, die wäre dann halt vielleicht sogar, ich habe ja keine Ahnung, ich dachte, die wäre halt dann irgendwie auch verbandelt mit irgendwelchen Möbelhäusern oder so. Nee, das sagt die ganz klar. So, wir können also jedes Ding, auch Amazon oder was auch immer, steht alles offen. Also da, sie hat keine, sie kennt natürlich Leute, klar, aber du meinst so, die hat da gar kein Ding ran und ihre Leistung wird halt bezahlt, unabhängig davon, wo ich nachher meine Möbel kaufe. Und das hat sie ganz am Anfang gesagt, sie hat auch keine Cashback-Sachen mit irgendwelchen Möbelhäusern oder so, die ist komplett offen, ich bezahle sie für ihre Leistung und dann ist Ende, egal wo wir hingehen. Sie wird auch mit mir einfach nach Ikea gehen und wenn ich dann sage, okay, ich möchte aber alles aus Ikea haben, in einmal, dann wird sie das wohl auch machen. Wie viele Zimmer hat dein Chalet jetzt? Mein Chalet hat jetzt 3 Zimmer. Naja. Halt das ist ja nochmal ein Chalet, Alter. Ja, genau, als ob Peter nicht weiß, was ein Chalet ist. Landhäuser, die vorwiegend so in den alten Alpen vorkommen. Ich hatte keine Ahnung, Alter. Als ob er nicht weiß, was ein Chalet ist. Gar kein Plan. Ja. Dann 2 Badezimmer, dann 2 Balkone, die eingerichtet werden müssen. Ja. In Alpenraum verbreiteter ländlicher Haustür. Ja, sieht ganz gut aus. Ja. Glaube ich, ja. Wagyu, auch. Alter. Was weiß denn ich, ey? Wagyu, ja. Wagyu magst du. Ja, Wagyu kenne ich. Ja, und wie gesagt, mal gucken. Ich kann euch da gerne nochmal dann drüber informieren, wenn man nochmal 1-2 Schritte weiter ist. Wie gesagt, ich bin jetzt auch, das ist beim ersten Mal, fand ich es auch ehrlich so überwältigend, weil halt es kam direkt so, okay, geil, dann könnte man hier oder das oder jenes machen. Ich denke mir so bei ganz vielen Sachen so, könnte man halt alles machen, ja. Aber allein schon die Entscheidung von den 39 Sachen, die du mir jetzt gesagt hast, bin ich schon zu viel wieder. Eigentlich wäre doch das Beste, wenn die dich versteht und du das Gefühl hast, die versteht dich. Ja, und dir sagt, so hier ist das Gesamtkonzept. Ja, du musst jetzt nur noch Daumen hoch geben. Nee, das wäre natürlich 10 von 10, klar. Aber natürlich auch das sehr unwahrscheinlich. Ja, wahrscheinlich. Ja. Also wahrscheinlich unwahrscheinlich. Wahrscheinlich unwahrscheinlich, ja. Okay, hat einer von euch jetzt gerade ja frisch rausgekommen Hellblade 2 gespielt? Nee. Nein. Da haben mich Teil 1 war, also fand ich auch ganz gut, aber da haben mich leider die Reviews von abgeschreckt. Und also Hell spiele ich gerade, aber in Diablo. Also eigentlich ist das ja jetzt wieder ein schon teilweise heiß erwarteter Xbox Exclusive, beziehungsweise halt Microsoft. Also das ist halt auch so eine Frechheit. PC. War das eine Frechheit? Naja, den ersten Teil habe ich nur auf der PlayStation gespielt. Ah, so, das wusste ich gar nicht. Gibt nichts mehr für PlayStation. Von wegen, wir nehmen Leuten hier nichts weg. Ja, gut, ich kann das natürlich verstehen. Ne? Der einzige Grund, warum ich eine PlayStation habe, sind die Exklusivtitel. Aber ja, ist trotzdem nervig. Aber was halt überraschend ist, während der erste Teil noch so ein absoluter Kritikerliebling war, ist das der zweite Teil nicht mehr. Du ist hast das immer so, noch, weil der ist ja doch recht wie sagt man, kontrovers, weil die einen sagen, boah, Mensch, hier so Art-Kram und so ist super. Ja, verstehe ich die auch. Die anderen auch sagen, nicht so krass. Also es soll wohl stimmt. Gameplay, deswegen, also ich habe es ja nicht gespielt, sondern nur gelesen und abgeschreckt hat mich zum Beispiel, dass Gameplay halt wieder sehr im Hintergrund sein soll und ich mir denke, okay, grafisch soll super sein, Sound soll super sein, aber bei einem Videospiel hätte ich dann doch ganz gerne auch irgendwie gutes Gameplay. Warum geht's denn überhaupt? Senua. Ich weiß nicht, was im zweiten Teil die Story ist. Worum ging es denn grundsätzlich im ersten Teil? Um die seelische Ausgeburtheit. Ich weiß es auch nicht mehr. Ja, okay. Das war so ein Psychospiel. Um die genau. Seelische Ausgeburtheit. Aber also dann gab es wohl irgendwie noch so Sachen wie, klar, die Grafik ist irgendwie krass, weil Unreal Engine 5,
Dann hatte ich gelesen, ja, aber die Entwickler wollten ja auch die 30 Frames Experience dem Spieler näher bringen, wo ich mir denke, nein, danke. Ja. Du kannst aber auf PC, kannst du ja hochstellen, aber das ist so auch so nicht so das ganz Intendierte scheinbar und das sind alles so Sachen, wo ich mir denke, oh boy, jetzt auch nicht. Weil so krass ist es jetzt auch nicht bewertet worden. Ich glaube, Open Critic ist bei 82. Ja, Meta bei 81. Ja. Ich muss mich da ein bisschen korrigieren, weil ich dachte, der erste Teil wäre ein Kritikerliebling. Aber der hat auch bei Metacritic eine 81. Oder 87, ja, für welche an, ne? Plattform? Ja, für die PlayStation-Plattform. Jetzt muss man allerdings auch dazu sagen, bei anderen Plattformen hat es vielleicht eine etwas höhere Bewertung, aber dann auch viel weniger Tests. Und das finde ich dann immer ein bisschen schwieriger sozusagen. Also zum Beispiel bei dem PC hat es eine 83, der erste Teil, basierend auf 25 Tests. Also, und bei der PlayStation 4 hat es eine 81, basierend auf 71 Tests. Und je mehr Tests du hast, desto mehr, naja, was heißt Aussagekraft, hat Metacritic per se ja nicht unbedingt, aber schon irgendwie mehr Durchschnitt. Ist also natürlich auch noch immer gut. Aber so es ist mein Durchschnitt, weil es ein gewichteter Durchschnitt, wo ja bis heute keiner weiß, wie Metacritic den wichtet. Ich klicke mich gerade hier durch Twitch durch und irgendwie sieht entweder ist jeder Stream gerade an derselben Stelle oder das sieht halt aus wie Death Stranding. Es also soll quasi wirklich Walking so komplett Simulator karge sein. Welt und das sieht nicht so aus, als wenn ich das interessant finden die, würde. Das hat im ersten Teil, also ich meine, die Atmosphäre hat natürlich viel ausgemacht. Die war auch sehr gut und die soll wahrscheinlich auch wieder sehr gut sein, aber irgendwie ist das nicht das, was ich aktuell brauche. Würdest du sagen, das ist ein, also den ersten Teil habe ich ja auch mal kurz angefangen und ich empfand den als ein sehr künstlerisches Spiel. Ja, deswegen. Das ist ja so ein Kritikerliebling dann, ne? Also ja, genau. Du hast halt ein paar Rätsel, die fanden manche gut, manche nicht. Also und so krass waren die Rätsel jetzt, glaube ich, auch nicht mehr. Ein paar Kämpfe, die waren auch nicht so krass. Was ist denn das beste künstlerische Spiel, was es gibt? So? Ja, das ist natürlich sehr schwer. Fällt halt nicht mal was ein. Ne? Ja. Also ich würde jetzt nicht irgendwie Baldur's Gate als Kunst bezeichnen, in dem Sinne. Ja, nicht als künstlerisch sozusagen. Ja, also künstlerisch. Ist schon, ja, also, genau. Ja, ne, das. Oha, jetzt bin ich auf den Kunstbegriff sehr gespannt. Ja, ist halt unmöglich zu definieren. Ja, weiß ich halt nicht, so, ne? Da verbringen andere Leute, glaube ich, ihr Leben mit. Ja, die sind dann den ganzen Tag. Ja, aber das ist was, also Kunst ist ja was anderes. Also für mich ist der Kunst in dem Sinne halt nicht, dass halt generell Videospiele programmierende Kunst ist, sondern halt, oder dann gute Spiele rauskommen, sondern dass du halt da diesen, weiß ich nicht, diese Botschaft-Aspekt da hast, den du rüberbringen willst oder sowas. Echt? Die Botschaft macht bei mir keine Kunst aus. Würdest du dich selbst als Künstler bezeichnen? Da sind wir doch. Nee, ich würde mich nicht als Künstler bezeichnen. Also Videospiele sind ja zum Beispiel auch Kunst. Naja, ja, wenn jetzt Leonardo da Vinci oder keine Ahnung, Picasso oder so hat ein Bild malt, ja, dann hat er ja immer da eine einen Sinn dahinter oder der will was ausdrücken oder sowas. So. Und das tue ich ja nicht bei, keine Ahnung, bei Diablo oder sowas. Da will ich ja auch nicht was ausdrücken. Entweder hast du ja auch irgendwas, was richtig gut ausgedrückt ist, oder ganz spannend sind natürlich die Sachen, die immer sehr interpretationsoffen sind, wo dann drüber diskutiert wird. Das ist ja eigentlich immer dann das Schöne. Ich glaube, wenn du einfach da hingehst und schreibst auf, die Meinung ist eins und dann wissen alle, okay, Meinung ist eins, dann fehlt mir da immer so ein bisschen Kunst. Der Kunstkram. Ja, genau. Und wenn ich mir den Chat so angucke, was die vorgeschlagen haben, dann Undertale bin ich dabei. Dann habe ich nicht einen Spiel davon gespielt. Ja, ich bin da, also das ist genau mein Genre, dieses Künstlerische. Ich finde zum Beispiel Undertale gar nicht so ein künstlerisches Spiel, ehrlicherweise, sondern cool. Ja, es ist ein mega Game, aber ich denke eher an sowas wie Inside oder Limbo. Das sind für mich so, oder wie auch im Chat geschrieben wurde, Inside Gris. Kenne ich auch nicht. Limbo kenne ich, ja. Gris? Das hört sich an, als wenn ich das irgendwie ganz am Ende über Schnitzel tue. Nee, das war mal. Das ist vor gar nicht so langer Zeit rausgekommen. Wow, auch 2018. Oh, das ist schon wieder länger her, als ich dachte. Das hatten wir, glaube ich, auch mal bei diesem Spieleraten da anhand von Screenshots. Aber das verschwimmt dann halt auch schnell, finde ich, weil ich finde, selbst so ein gut getakteter Bosskampf bei Elden Ring mit geiler Musik, die dann auf meinetwegen irgendwie so zum Takt passt oder sowas, wenn er dann schlägt, das ist ja auch schon eine Art von Kunst.
Ja, deswegen, ich finde halt auch Baldur's Gate 3 Kunst. Eigentlich ist jedes Videospiel Kunst, nur ja, wenn du über das Künstlerische redest, dann ist das für mich irgendwie, weiß ich auch nicht. Ein Spiel, worüber Arte berichten würde. Ja, so, genau, das meine ich damit. Worüber Arte berichten würde. Ja, sowas halt. Okay. Da ist, glaube ich, Hellblade deutlich näher dran als Call of Duty Modern Warfare. Ja, eventuell. Weißt du, dann schiebt einfach Kunst schon in diese, wie heißt das, so expressionistische Richtung, sag ich mal. Und nur das ist dann echte Kunst, oder wie? Nee, echte Kunst ist auch nicht. Das ist das, was wir persönlich als künstlerisch bezeichnen würden. Ich würde Super Mario schon als Kunst bezeichnen. Ja, aber das ist ja heißt, was anderes. Wenn ich ein schönes Bild von irgendeiner Landschaft male, ist das keine Kunst, weil da keine Message hintersteckt? Ich trenne das Künstlerische und den Kunstbegriff ganz stark. Okay. Wo ist denn dann der Unterschied? Kunst ist jedes Ausdruck einzelne Videospiel. Aber ich empfinde aber nicht jedes Videospiel als künstlerisch. Ich glaube, dass Bob Ross jetzt nicht wirklich die krassesten Botschaften damit rüberbringen wollte, sondern die Komposition von da muss ein Baum deswegen hin, da muss Kunst. Eine Wolke hin. Ja, das ist dann nochmal was anderes. Aber über den Kunstbegriff streiten sich ja auch, seitdem der existiert, durchgehend alle. Ja, die haben keine Ahnung. Ja. Es gibt Kunst, es gibt künstlerisch mit und ohne Aussage, fertig ist die Kiste. So. Ja, genau. Wir haben das jetzt hier einfach mal. Und wie bezeichnet man dann, wie würdet ihr diese Spiele bezeichnen, die ich als künstlerisch bezeichne? Ist das überhaupt verständlich geworden, was ich damit meine? Die kenne ich nicht, also sind die Schmutz. So, ich habe jetzt ChatGPT gesagt, er soll Kunst in einem kurzen Satz definieren. ChatGPT kann nicht mal die Rätsel in Lorelei in the Laser also lesen. Entschuldigung. Also Kunst ist die kreative Ausdrucksform des Menschen, um Emotionen, Ideen oder Erfahrungen zu vermitteln. Ja. Sagt Wikipedia zu Kunst. Den würde ich eher trauen. Wikipedia, wenn ich jetzt Kunst eingebe. Kunst. So. Zeichnet im weitesten Sinne jede entwickelte Tätigkeit von Menschen, die auf Wissen, Übung, Wahrnehmung, Vorstellung, Intuition gegründet ist. Das ist interessant. Da würde ja auch ein Tischler drunter fallen eigentlich. Ich würde sagen, dass also der Künstler ist zum Teil. So diese Figuren, die manche Leute da, also Bildhauer, sind ja auch Künstler, oder nicht? Ja, hundertprozentig. Das sind aber auch Handwerker. So. Das ist halt alles überall mit drin, ein bisschen. Und wenn du halt selber dann den Tisch machst, und nicht Ikea aufbaust. Ja, das ist kein künstlerischer Vorgang, ja, das würde ich auch sagen. Ja, wieso musst du erstmal hinkriegen, da im Endeffekt von der Statik und möglichst wenig Material und möglichst kostenintensiv, also. Also Kunst ist für mich dann halt auch ein Unikat. Also wenn ich jetzt zum Beispiel, wenn ich selbst in einem Möbelhaus oder sowas einen Tisch kaufe, der halt immer gleich ist oder gleich genannt wird oder so, wenn ich zum Tischler gehe, dann muss das quasi ein Unikat sein, dann ist das für mich Kunst. Erst. Was? Okay. Ah, okay, da heißt so Massenware ist es dann für dich nicht, ja? Ist denn das ja, dann ist das, aber ja, okay, dann ist das nicht die Kunst des Tischlers, weil der fertigt das ja nicht an, sondern der das entwickelt, der Möbelingenieur, ich weiß nicht, wie das heißt, halt bei Ikea. Ich verstehe. Wie heißt das denn? Ich weiß auch nicht, wie das heißt. Möbel heißt Research Development Designer. Ja, Möbeldesigner heißt das vielleicht, ja. Designer ergibt sehr viel Sinn. Er macht dann die Kunst. Ja, so gesehen ist alles Kunst. Und Hellblade 2 ist auf jeden Fall, glaube ich, ein anspruchsvolles Spiel in dem Sinne, dass das jetzt nicht einfach sagt, hier ist die Geschichte und die erzählen wir, sondern da ist halt viel mit, so hatte ich das im ersten Teil empfunden, Fragezeichen in meinen Augen. Weil es da halt auch um die Gegenüberstellung von also Depressionen und so geht. Und das ist natürlich in einem Videospiel außergewöhnlich, dass sowas irgendwie dargestellt wird, auch auf einer sehr anspruchsvollen Art und Weise. Mir zu anspruchsvoll potenziell, ich fand den ersten Teil scheiße. Deswegen habe ich logischerweise den zweiten auch gar nicht erst gespielt. Und es ist nochmal jetzt im Großen und Ganzen natürlich dann potenziell ein weiterer leichter Schlag von also gegen Xbox bzw. Microsoft, die ja sowieso mit ihren Exclusives sehr strugglen, weil es vielleicht nicht der Erfolg ist, den sie sich vielleicht gehofft haben. War denn der erste so erfolgreich?
Also das galt ja, ich meine, die Voraussetzungen galten ja im Endeffekt genauso. Ich finde es schon bezeichnend, wenn der zweite Teil jetzt erst 1300 Bewertungen auf Steam hat. Das ist irgendwie gar nicht mal so viel. Interessiert halt keinen so, ne? Nee, gefühlt nicht. Und der erste Teil, da habe ich viel drüber gehört. So, der hat jetzt, der ist natürlich jetzt auch schon viele Jahre draußen, aber der hat zumindest 60.000 Bewertungen. Ja, gut. Ich weiß jetzt nicht, wo kann ich bei Steam eigentlich sagen, so, ey, wie viele Leute spielen das eigentlich gerade? Weil ich kann die Top 100 mir angucken. Ja, das, genau da. Ach so, ja, das ging doch irgendwie über die Community oder so. Das ja, haben wir schon mal gehabt. Ich hatte über 7db immer. Ja, du kannst irgendwo, in irgendeinem Ding kannst du sehen, wie viele Leute das gerade spielen. Wir haben Hellblade 2 immer. Senua's Saga. Genau, darum ging es gerade. Also ja, Senua's Saga. Staying Right Now 893. Und der All-Time-Peak war 3982. Und jetzt gerade sind wir 2682. Wie viel war der All-Time-Peak? 3982. All-Time-Peak war 2 days ago. Und zwar um, wenn du genau wissen willst, dann haben wir CEST 21.50 und 4 Sekunden. Das ist nicht so viel. Ja gut, du musst aber auch bedenken, finde ich einen ganz guten Hinweis, das Spiel gibt es halt auch im Game Pass. Ne? Ja, das ist also richtig. Warum soll ich mir das jetzt auf Steam kaufen, wenn ich das bei Microsoft für einen schmalen Taler kriegen kann? Die gleiche Argumentation könnte man aber auch für Starfield machen und das war trotzdem auch brutal erfolgreich auf Steam. Ja, ich glaube aber, Starfield ist glaube ich aber eine andere Kategorie. Oder alle anderen Spiele, die es im Game Pass gibt. Also das ist richtig, aber auch wenn du sagst, Starfield ist eine andere Kategorie, ich könnte mir vorstellen, dass Microsoft gedacht hätte, dass Starfield keine andere Kategorie ist, sondern... Was? Von Hellblade? Nee. Also das wäre zumindest nicht. Nicht clever, weil das ist schon relativ obviously anders. Naja, Ubisoft hat auch Quadruple gesagt. Ja, das hat er den Aktionären gegenüber gesagt. Aber die glauben, also niemals gehen die doch davon aus und rechnen mit Zahlen von Starfield auf den zweiten Hellblade-Teil. Vielleicht ist das so, das wird man nie erfahren. Aber das kann ich mir nicht vorstellen. Ich denke mir halt, die werden auch sicher aber nicht mit dem Spiel gerechnet haben, was 4000, nicht mal 4000 Concurrence schafft. Ja, das ist schon. Ey, das ist richtig. Das ist eine Enttäuschung, also da gehe ich auch von aus. Das ist so viel wie Crush Crush. Ich frage mich halt, ich frage mich tatsächlich, nicht, warum Microsoft nicht mehr sowas wie halt Elder Scrolls pusht, dass sie sowas wie Starfield überhaupt. Ich weiß nicht, seit wann gehört Bethesda zu Microsoft? Aber wieso denn pusht? Also naja, weil halt dann seit, von wann ist Skyrim rausgekommen? Das lohnt sich doch halt nicht alle 10 Jahre einen Teil da rauszubringen von. Aber sei doch froh, du weißt doch, was mit Spielen passiert, die alle 3 Jahre oder jedes Jahr einen neuen Titel rausbringen. Ich rede nicht von jedes Jahr. Ja, selbst alle 2 Jahre ist mittlerweile schon so. Also mehr Leute spielen auf jeden Fall gerade Skyrim als... Also wenn ich mir die Dark Souls Abstände angucke, sind die auch alle 2-3 Jahre rausgekommen. Ja, und das sind absolute Banger. Wobei, ja, also das würde ich jetzt nicht so sehen. Sondern du hast halt eine gute Franchise. Ja. Und die wird halt überhaupt nicht genutzt. Die entwickeln ja aber auch noch andere Spiele, weil die mehrere Franchises haben. Ja, aber warum pushen sie dann nicht die sinnvolleren? Weil die, glaube ich, in dem Fall, jetzt würde ich Bram recht geben, damit gerechnet haben und auch wahrscheinlich zu Recht, dass Starfield sehr erfolgreich wird. Zu Recht war er auch sehr erfolgreich. Eben. Aber nicht so erfolgreich wie Skyrim. Aber ich verstehe auch nicht, warum das so lange immer dauern kann. Das verwundert mich. Dasselbe gilt auch übrigens für Rockstar beispielsweise, wobei da natürlich online, GTA 5 online auch sehr gut funktioniert halt noch und sehr viel Cash abwirft. Ne? Das ist für mich ein gutes Argument, das nicht zu pushen. Ja, aber Skyrim hat da zum Beispiel ja, ne, also ist ja jetzt... Das ist auch ein gutes Argument, das zu pushen. Ja, da hast du halt, du hast ja keinen Online-Titel oder Online-Dings, sondern du hast einfach die nächste neue Plattform, wo du das nochmal releasen kannst, wenn überhaupt. Absolut. Ja, aber es ist ja in Entwicklung. Also. Ja, aber seit halt wie vielen Jahren? Wann ist Skyrim rausgekommen? 2012? 2011? Ja, guck mal, 13 Jahre. Nee, ja, aber die entwickeln ja nicht ist seit, ja noch, seit Und das ist ja noch nicht mal am Horizont. Nee, die haben erstmal Starfield gemacht. Ich glaube, das war das gleiche Team. Starfield, das Einzige, was ich nicht verstanden habe, ist, dass zum Beispiel ja auch Todd Howard Mitproduzent von Fallout ist und sie da halt nichts gemacht haben, außer diesen komischen Patch, den sie gemacht haben, weil sie nichts anderes hatten, um Fallout zu pushen. Also diese Reihe gibt es ja auch noch. Also du hast eigentlich
Ja, da gibt es halt Fallout 76. Ne? Die Fallout, die Skyrim, also die Elder Scrolls und die, und jetzt also auch Starfield und so, und das sind ja alles relativ große Serien. Ja, die haben die alle. Ich meine, überleg mal, Fallout 76 kann 2018 Elder Scrolls raus. Online ist auch groß, muss man sagen, stimmt. Und die bedienen die ja alle immer wieder. Ich denke mir halt, dass das sinnvoll wäre, wenn du generell für deine Franchise, also als Microsoft oder Xbox oder wie auch immer du das siehst, halt mal ein paar gute Titel rausbringst, weil sonst wirst du nachher zu Ubisoft oder sonst was, wenn du einfach am Laufen. Ich glaube, die wollen gute Titel rausbringen. Ja, natürlich, das will jeder. Ja, genau. Ich glaube, die schaffen es einfach nur nicht. Genau, die schaffen es halt nicht, aber dann würde ich halt vielleicht einen Titel nehmen, der halt funktioniert. Habt ihr nicht beide Star Trek gespielt? Ich habe Starfield durchgespielt, aber ist halt im Vergleich zu Skyrim Crap. Ich habe es nicht durchgespielt. Ja, das ist ja auch okay, aber ich meine, so die Aussage wird, ja, das funktioniert nicht und so weiter. Naja gut, also du kannst, aber wenn ich jemanden so lange an der Lunte halte, der ein Spiel durchspielt, dann ja, guck mal, aber wenn ich jetzt, falsch machen. Wenn jetzt zum Beispiel irgendein neues Franchise-Spiel, wenn jetzt ein neues Franchise-Spiel von PlayStation oder Sony rauskommen würde, dann würdest du darüber hinwegsehen, weil du hattest jetzt God of War und was weiß ich, was für Banger-Titel, Last of Us 2. Und wenn... Sowas fehlt halt. Sowas fehlt halt einfach bei Microsoft, dass du halt diese Banger hast, wo du einfach drauf wartest. Ja, aber dafür haben sie ja die Studios gekauft, damit die jetzt unter anderem als Microsoft. Ja, und was kam bislang raus? Weiß ich nicht. Nix, was in die Richtung geht. Starfield. Ja, aber Starfield würde ich jetzt nicht annähernd auf einer Stufe mit God of War oder Last of Us sehen. Ja gut, God of War und Last of Us, ja, stimmt. Das sind aber auch so mit die größten, also Last of Us mit der größte Titel der letzten 10 Jahre. Ja, okay, aber wir reden ja trotzdem davon, dass Sony davon mehrere macht. Oder ich sehe es auch nicht mehr auf Uncharted-Stufe. Obwohl ich nicht mal viel Uncharted gespielt habe. Das weiß ich nicht. Also da ist dann wieder die Präferenz, glaube ich, die eigene. Also ich glaube schon, dass es mehr verkauft hat als Uncharted. Starfield? Ja. Boah, das würde mich wundern. Weißt du, die erste, ja, du hast halt wieder eine Vierer-Reihe, ne? Also, ja, ich würde es natürlich immer mit dem letzten vergleichen. Achso, Uncharted 4, ja gut, das war schon wahrscheinlich ganz erfolgreich. Weil Uncharted 1 ist natürlich jetzt ganz schön lange her. Uncharted 4 hatte 18,6 Millionen verkaufte Einheiten, die offiziell, also das ist die offiziell Release-Zahl. Was ist dafür? Ey, dass Microsoft noch nie so die Banger-Titel hatte, ist immer schon das Problem gewesen. Also deswegen bin ich auch kein Xbox-Spieler. Halo also, halt oder Gears of War, das waren schon gute. 12 Millionen Einheiten. Also ich habe nicht mal eine Xbox. Genau, das aber das neue ist ja Fable ein könnte ein Banger werden. Also ganz, ja, aber mal sehen finde ich halt dann auch schon wieder, ne, genau. Also die letzten Fable-Titel waren alle nicht geil. Jetzt haben sie sich irgendwann auch gedacht, könnten wir mal wieder einen machen. Ich fände den auch sehr gut. Nur... Ja, ich bin auch der Meinung, halt dass Microsoft mal die Phase hatte, wo die qualitativ auf der gleichen Stufe waren. Nur vielleicht nicht dann auch mit den Spielen, die wir cool fanden. Ein Halo 3 oder ein Gears of War 2 sind für manche die besten Spiele der aller Zeiten. Also, Age of Empires definitiv dabei. Age of Empires 2 wurde, glaube ich, entwickelt, da hatte das noch nichts mit Microsoft zu tun. Also ich gebe dir auf jeden Fall recht, wer einen PC hat, braucht halt keine Xbox mehr, aber das darum geht es ja nicht so ganz, weil die Exklusivtitel, wo dann auch irgendwann immer gesagt wurde, die sind ja dann egal, sind sie ja eben nicht. Sonst würde ja sowas wie Hellblade auf die PlayStation rauskommen. Also das ist Microsoft nicht egal. Naja. Die reden halt nur PC und Xbox. Also. Genau. Age of Empires 2 ist von Microsoft Game Studios 1999 entwickelt worden. Ah, guck mal, dann auf jeden Fall mega gut. Der Publisher, Entschuldigung, der Entwickler war in Ensemble Studios. Ja, also Microsoft besitzt ja auch das erfolgreichste. Ist ja auch krank. Microsoft besitzt ja auch das erfolgreichste Spiel aller Zeiten. Aber das bringt denen halt auch nichts, weil sie es nicht entwickelt haben. Sondern nur jetzt aktuell weiterentwickeln mit Minecraft. Meinst du nicht, dass denen das was bringt? Moment, natürlich bringt denen das was, aber... Aber Sony selber ist doch dasselbe. Ich meine, Naughty Dog ist doch auch der Entwickler und Sony nur der Publisher. Eben. Ja, ich glaube, mittlerweile gehört den Naughty Dog komplett. Ich weiß nicht, ob das von Anfang an war, das kann ich nicht sagen. Ja, absolut, ja, aber selbst dann, aber dann wäre das exakt dieselbe Situation wie mit Minecraft. Nee, da wäre der Unterschied, ja, du kaufst Naughty Dog, nachdem sie Last of Us entwickelt haben und nicht du kaufst die und dann machen die Last of Us. Ja, also meinst du, okay. Ja, okay, fair point. So, ich meine, God of War ist ja auch Santa Monica. So, aber das ist halt trotzdem ein Sony-Studio. Weiß aber nicht, ob die denen 100%, ob das eine 100%ige Tochter ist, das weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass die exklusiv für PlayStation entwickeln.
Es wäre besser, wenn mehr gute Spiele von Ubisoft, EA und Microsoft rauskommen würden. Wäre auch besser, wenn es mehr von Sony rauskommen würde, aber die haben schon gut. Ja, aber die brauchen wahrscheinlich einfach Zeit. Also ja, aber wie viel Zeit willst du denen denn geben? So viel, wie sie brauchen, weil wo wir uns immer darüber beschweren, ist, dass sämtliche Spiele, die mittlerweile rauskommen, einfach nur noch als Bugfest auf den Markt geschmissen werden. Also die sollen lieber ein Jahr mehr Zeit nehmen, das zu entwickeln, als das wieder rauszuhauen. Aber die müssen ja trotzdem Geld verdienen aus Perspektive, oder? Sowohl God of War als auch Last of Us, die beide als Banger-Titel genannt werden, verfolgen halt auch diesen Action-Adventure-Style. Das heißt, jedes Spiel, was nicht da reinfällt, könnte ja gar nicht dann quasi mit denen competen. Um ein Beispiel zu nehmen, was ich gerade sehe, ist der Microsoft Flight Simulator. Ja, ist ja viel kleinere Zielgruppe oder auch RTS-Games ist aktuell. Ist natürlich von mir kleinere Zielgruppe, aber lass mir ein paar Spiele nennen. Ori und The Will of the Wisps zum Beispiel auch. Also solche Spiele haben eine kleinere Zielgruppe, aber sind ja auch trotzdem extrem gute Spiele, nur halt für eine andere Zielgruppe, die von Microsoft rauskam. Das heißt, ich finde das halt schwer, weil im Prinzip wäre nur ein Action-Adventure dann vergleichbar auch mit Last of Us. Und da hat Microsoft natürlich zumindest keins, was mir gerade einfällt. Aber so alle anderen Spiele fallen so gefühlt dann direkt raus und können sich gar nicht mit Last of Us messen. Ja, weil die halt nicht dasselbe haben, aber naja. Ja, aber ist doch egal, du hast doch Spiele, egal welche Genre die haben, auf einer Stufe. Also ich würde jetzt trotzdem auch noch ein Baldur's Gate 3 auf einer Stufe vor einem GTA 5 sehen. Auch wenn das komplett andere Spiele sind. Andersrum gesehen, ist Square Enix nicht ein Entwickler für PlayStation? Also Forspoken könnte man jetzt mit God of War vergleichen, so ein bisschen. Und das ist ja nun gar nicht gut gewesen. Nee, Square Enix ist doch kompletter Third Party. Ja. Aber für die Xbox erschien es damals nicht, oder? Ja, dann haben die sich wahrscheinlich irgendwie so ein zeitliches Exklusivrecht gekauft. Okay. Ich weiß nicht, das war noch auf E3, wo die ganzen Studios aufgekauft wurden von Microsoft und das ist ja jetzt schon echt bestimmt 6 Jahre her, oder? 7. Wo sie das gezeigt haben. Teilweise ist das schon echt Rare und was länger, weiß ich, was sie alles aufgekauft haben. Aber Sony ist auch ein bisschen am Abbauen, finde ich. Also sowas wie Forbidden West ist ja jetzt auch nicht so das Oberknaller-Ding gewesen. Obwohl das natürlich ein großes Game war. Meinst du jetzt von den Verkaufszahlen oder vom... Ich meine so von der öffentlichen Gamer-Wahrnehmung. Ja, das stimmt. Das hinkt halt hinterher zu den ganzen Großen. Da kann ich gar nichts zu sagen, ich habe das Spiel halt gar nicht gespielt. Aber das meine ich halt. Wie gesagt, du hast ja diese Franchise, also weswegen wir überhaupt da hingekommen sind, wäre halt wahrscheinlich sinnvoll, wenn in den letzten Jahren dann halt mal wieder ein Elder Scrolls eher gekommen wäre, weil das, wie gesagt, der Oberfranchise-Titel ist, der halt auf einer Stufe halt mit diesen ganzen Bangern ist. Und das fehlt halt bei Microsoft. Ja, wonach gehst du mit Bängern? Ist das für dich dann die Metacritic-Bewerbung? Namen. Es gibt halt so Generationsspiele, wo jeder von uns sagt, okay, da muss ich spielen. Ja. Wenn jetzt Minecraft 2 rauskommen würde, würden wir das spielen. Wenn GTA rauskommt, werden wir das spielen. Wenn Elder Scrolls rauskommt, werden wir das wahrscheinlich spielen. Elden Ring ist auch so ein gutes Beispiel. Ring, irgendwie sowas. Einfach der Name. Der Name, der halt noch insane gut ist, Witcher. Oh. Das sind alles diese Top-Titel. Das ist davon exakt hat halt denke, Microsoft zu wenig. Warum Spiele dann, ja, aber wenn du es damit zu weit treibst, ist es ja genau das, womit du dann irgendwann in der Sackgasse endest bei Assassin's Creed 25. Ich rede ja doch nicht damit, dass ich zu weit treibe. Ich rede davon, dass wir immer noch 13 Jahre her haben, seit das Spiel rausgekommen ist. Das ist richtig, aber irgendwann musst du ja mal auch die hören ja jetzt nicht auf, das zu entwickeln, das ist schon richtig, aber. Ja, gefühlt schon. Irgendwann müssen sie ja mal. Wir haben vor Jahren den Teaser bekommen. Irgendwann muss ja mal in eine andere Richtung. Das finde ich so schwer. Damit du eben nicht bei Ubisoft. Das scheint mir so super subjektiv einfach nur, weil wenn ich mir gerade so egal ob ich mir die Verkaufszahlen angucke von den Spielen, die meistverkauftesten Spiele der Welt oder auch die besten Spiele bei Metacritic und so weiter, das ist dann immer wieder bei Spiele bei, wo ich mir denke, never. Zum Beispiel Overwatch. Alter, das ist auf der 9. Platz 9 der meistverkauftesten Spiele der Erde. Ja, Overwatch ist richtig krass gegangen. So, wäre jetzt halt für mich auch nicht der Name, wo ich sagen würde, es ist ein generationsübergreifendes Spiel. Also deswegen hat er aber extrem gut verkauft. Der Metascore ist okay. Wird das schon da reinfallen? Weil auf dieser Liste ist halt, wenn ich mir Last of Us angucke, boah.
halt schon weit unten. Das ist halt so eine Frage, muss man in den Geschäftsjahresbericht gucken, wie zufrieden Microsoft da ist im Endeffekt, ne? Also wenn es halt um Verkaufszahlen geht und die machen damit Plus, dann gut, sonst nicht. Weiß ich. Es gibt, es gibt halt Spiele, die halt häufig, die halt auch häufiger rauskommen und eigentlich immer gut delivern, so Super Mario Platz 77 ist Last of Us zum Beispiel nur in den Verkaufszahlen. Also deswegen, muss man mal ein bisschen aufpassen. Redest du von Verkäufen, also Einnahmen, oder von, das Spiel war halt wertungstechnisch gut und dann noch so ein bisschen meine eigene Haltung dazu. Ja, also deswegen. Also ich habe aber keine negative Konnotation zu Overwatch tatsächlich. Ich finde das Spiel voll langweilig. What? Man kann ja einfach, was vielleicht besser beschreibt, was ich so meine auch so. Zum Beispiel, so ist ja auch so dieser Zeitgeist, wie viele Gamer darüber sprechen, so. Und da, wenn du jetzt zum Beispiel sagst, welche Spiele haben die meisten Game of the Year Awards ever bekommen? So in die Richtung so gedacht. Tauchen da Xbox-Spiele auf oder tauchen da Sony oder Nintendo? Nintendo vergessen wir hier komplett auch so ein bisschen in dieser ganzen Debatte. Weil die auch ich glaube einfach, weil wir uns bei Nintendo noch nicht so die Sorgen machen von von A, Verkaufszahlen und B, von sind gute Spiele. Also Nintendo macht immer noch gute Spiele. Dann möchte ich, also die BAFTA Awards zum Beispiel 2022, also die British nicht Academy. BAFTA Awards, alle Awards addiert. Achso, wow. Ja, ich wollte nur mal ganz kurz mal eine Sache sagen, weil wenn du danach gehst, dann sind da sogar solche, weil Game of the Year wurde auch Vampire Survivors. Und das hätte ich zum Beispiel selber überhaupt nicht auf so eine Liste gesetzt. Ja, aber das taucht safe nicht auf, von wer hat die meisten Game of the Year Awards. Ne, ist richtig. Da müsste ich natürlich jetzt gerade manuell zählen, weil so eine Liste habe ich nicht. Ich habe nur gesagt, die gibt's aber. Awards. Elden Ring ist da auf Platz 1, The Last of Us auf Platz 2. Guckst du jetzt nach Spielen oder Publishern oder Entwicklern? Nach Spielen. Elden Ring auf Platz 1 war Third Party. Last of Us Part 2 hat am zweitmeisten Game of the Year Awards ever bekommen. Witcher 3 auf Platz 3. Hast du die Liste, dass man sich die angucken kann? Ja. Das sind halt alles so neue Spiele. Ja, gut, weil es ja mehr Publikationen gibt als damals wahrscheinlich noch. Baldur's Gate 3 auf der 4, God of War 1 auf der 5, also da 2018, dann Zelda Breath of the Wild, dann Last of Us, dann Skyrim, dann Uncharted 4 und dann Red Dead Redemption 2. Da waren sehr viele Teile, weil ich auf der PlayStation gespielt habe. Naja. Das meine ich halt. Genau. Ja, deswegen, ich sag ja, ich hab. Die Xbox ist halt für mich, da spiel ich geil Forza Horizon. Und das ist es. Ja, mein Problem ist halt das Spiele, aber wenn du diese Liste siehst, siehst du sofort, all die Spiele gehen auch von, finde ich, mehr oder weniger grob in dieselbe Richtung. Du steuerst aus einer Third-Person-Perspektive eine Person. Schau mal. Außer bei Skyrim, da kannst du noch in den First Person schicken, weißt du? Third Person spielt doch keiner bei Skyrim. Nein, aber ich will damit nur sagen, du hast halt so, wenn du Ultimate Ori hätte gar keine Schnitte irgendwie gefühlt, auf so einer Liste zu sein. Das ist absolut richtig, weil halt niemals die Größe erreichen kann. Ja. Und so ein Spiel fehlt Xbox. Danke. Haben sie. Minecraft. Los. Ja. Ja, und Skyrim. Also Elder Scrolls. Ja, theoretisch hätten sie Skyrim, ja. Jetzt, ja. Ja, aber haben sie. Aber interessant ist, dass Minecraft zum Beispiel auch auf dieser Liste nicht mit drauf ist. Ja, aber haben sie. Ja, logisch, dann hat er auch keinen richtigen Release sozusagen. Ja, dann verstehe ich nicht. Also ja, sie haben sie und entwickeln sie ja auch. Genau. Ja, du verstehst einfach meinen Punkt nicht, dass das Ding nicht rauskommt. Ja, das war ja von Anfang an auch klar. Also ich denke, das wird auch im Rahmen der Verhandlungen, des Einkaufs sozusagen, wahrscheinlich auch so ein Deal gewesen sein. Die haben damals, als sie es angekündigt haben, schon gesagt, ey Leute, hier ist so ein kleiner Teaser, wir entwickeln das und gucken wir mal, wann das so in 5 Jahren fertig ist. Weil die halt noch super viele andere Projekte haben und hoffentlich dafür einfach auch Zeit haben wollen. Und jetzt zu sagen, okay, die hätten ja auch 6 Jahre früher anfangen können, dann wäre Elder Scrolls, also weißt du ja gar nicht, was wäre dann mit Elder Scrolls Online passiert oder mit irgendwelchen Fallout-Teilen oder whatever. Entwickelt das derselbe Zweig? Also weißt du das? Dass Elder Scrolls Online vom selben Studio entwickelt wird? 100%. Also nicht, aber ich denke auch mal nicht. Aber denke mal irgendwann. Ich denke, dasselbe Studio wird wahrscheinlich auch Starfield entwickeln. Also würde ich jetzt mal knaller tippen, oder? Warte mal. Also das ist, 2018 kam dieser Teaser von Elder Scrolls 6. Echt, so lange ist das schon her? Was? Ja, lange her. Dazwischen kam einfach noch was Starfield.
Und damals haben wir damit gerechnet, 2000, ich glaube, 2026 oder 27 haben wir gesagt, kommt das dann raus. Ja, ist richtig. Es ist halt schon erschreckend, wie lange die Spieleentwicklung teilweise mittlerweile dauert. Und ey, wenn dann ein Jahrzehnte geiles Spiel rauskommt wie ein Skyrim, bin ich damit fein. Das ist okay. Aber das wäre schon geil. Wobei die damals für Skyrim ja auch nicht so lange gebraucht haben. Das kam ja, keine Ahnung, wie viele Jahre nach Oblivion, irgendwie 3 oder so. Also ist jetzt geschätzt, keine Ahnung. Nee, nicht lange auf jeden Fall, ja, ja. Das stimmt. Und dann einfach mal 13 Jahre kein Elder Scrolls. Das ist schon ja, wobei krass. Die halt auch, wobei die hat ja auch, also die Zeit natürlich, aber in denen Spiele auch monetarisiert werden, sind ja mittlerweile deutlich länger. Ja, gerade bei Skyrim, was auf jeder Plattform 15 Mal verkauft wurde. Genau, also, und dann, ich verstehe natürlich auch, dass du dir nicht selbst ins Knie schießt, einfach den Nachfolger rauszumachen, wenn halt dein aktuelles Spiel sich einfach noch verkauft wurde, einfach so mit dem Max-Prinzip, weißt du so. Ja, verstehe ich auch. Ja, warum soll ich Elder Scrolls 6 bringen, wenn halt Skyrim jedes Jahr immer noch, keine Ahnung, wie viele hunderte, tausende Einheiten verzichtet? Ich denke halt einfach, dass die Ressourcen einfach in Starfield gesteckt wurden und man sich da mehr erhofft hat, als es halt rauskam, um halt neue, geile Franchise zu haben. Ja. Die halt einen Fallout. Was ja eigentlich unterstützenswert ist, aber irgendwie so halb nur geklappt hat. Aber vielleicht ja, ist also das Ich werde mich auch auf Starfield 2 freuen. Ja, okay. Also so ist das nicht. Wenn das angekündigt wird, sage ich nicht, boah, geil, Alter, den Sputz brauche ich nicht. Also auf gar keinen Fall. Starfield ist schon okay. Wenn die dann im Endeffekt halt dann weiterentwickeln, ja, jetzt kommen ja auch wieder solche Updates für Starfield raus, wo ich dann gelesen habe, gibt zum Beispiel eine Map, ne? also. Was für ein Ding? Ja, das habe ich akustisch nicht verstanden. Eine Map. Eine Map. Aber wenn ich jetzt, nach aber ein Dreivierteljahr später haben es die Entwickler irgendwann geschafft zu sagen, okay, wir machen diverse Änderungen am Spiel, unter anderem gibt es da auch eine Map, aber da denke ich mir auch so, das ist halt kein Spiel, wo ich jetzt sagen, boah, das spiele ich jetzt nochmal durch. Geil. Aber wird das denn anders bei euch aussehen, wenn ihr ranken würdet? Elder Scrolls auf 1, auf 2 Fallout und auf 3 Starfield? Oder würdet Fallout ihr anders 1 ranken? Nein, Fallout, einfach die Franchise, ja, der Name. Reden wir jetzt von eigener Präferenz, ja, von Verkaufszahlen? Nee, von Präferenz. Eigener Präferenz, Fallout 1. Ich rede nicht vom Spiel. Ich rede von der Franchise. Er also würdest Fallout du dich mehr bei Fallout wollen? 1. Okay, ich achso, das weiß ich. Ja, okay. Fallout 1, Gross. Alter. Hab ich geschlafen. Okay, ja, ne, geil. Okay, ich habe auch Elder Scrolls, Fallout, Starfield auf jeden aber Fall. Aber ich finde, zwischen Elder Scrolls und Elder Fallout Scrolls, ist bei Schmutz. Zwischen Elder Scrolls und Fallout ist der Abstand bei mir viel geringer als dann Starfield. Ja, safe. Ja. Bei mir jetzt so vom Feeling. Weil wenn sie Starfield halt richtig open hinbekommen hätte mit wirklich erforschen und so, dann ja, hätte mir das fast schon, hätte das wirklich fast zumindest an Elder Scrolls bei mir rankommen können. Auf jeden Fall. Deswegen habe ich das auch noch nicht abgeschrieben. Wenn die den zweiten Teil ordentlich hinkriegen, nein, let's go. Auf gar keinen Fall. Ja. Den entwickeln sie wahrscheinlich auch noch vor Elder Scrolls 6. Ja. Ich meine, die Erwartungshaltung ist natürlich insane mittlerweile. Jetzt gerade mit jedem Jahr, was die länger echt brauchen, steigt ja auch die Erwartungshaltung irgendwie. Ja, aber dann kommt Starfield zwischendurch raus und ich denke mir dann so, Ja, stimmt auch wieder. Ich habe das Gefühl, dass wir bei Duke Nukem dazu ab einem gewissen Punkt die Erwartungshaltung auch einfach wieder absinken, wenn sich jemand denkt so, ah, nee, kommt aufgeschissen, das wird, wird eh nichts. Ja, das stimmt. Den Punkt habe ich noch nicht erreicht beim Elder Scrolls, aber das kann schon noch passieren, hast recht. Ich habe nicht so viel gehört. Den Trailer noch mal. Ich habe das schon wieder vergessen. Das Problem 2018. Also das Problem da ist halt, war ich in L.A. Du kannst ja fast nur enttäuscht werden, weil nach so langer Entwicklungszeit und nachdem Skyrim so gut war, also es müsste so ein God of War Ding sein, wo bei God of War 1 alle gedacht haben, boah Mensch, was ein Spiel, und dann kam Teil 2 und dann war irgendwie noch, für mich zumindest, noch besser, und diese Erwartungshaltung ist halt immer schwierig. Rockstar mit GTA hat ja genau das gleiche. Ja, aber die matchen das irgendwie immer. Außer bei einem Remake von also, Scheiß. The Last of Us 1 war auch insane geil. Und dann kam Teil 2. War insane geil. Also es gibt es ja häufig. Aber ja, ich glaube, bis Elder Scrolls rauskommt, ich habe eben so einen Artikel gefunden, da haben die im März 24 gesagt, dass die Entwickler Elder Scrolls 6 jetzt spielen können. Das ist CD, ja schon mal was. CD Projekt wird auch halt crazy werden, ne? Also das, beziehungsweise der neue Witcher-Teil, wenn er dann irgendwann wenn mal erscheint. Also, das ist halt auch so. Ne? Da denkst du halt auch so, huiuiuiui, das wird auch halt wild. Oh ja. Wenn also, die das wieder verkacken, ne? Da gibt's Ärger. Das sind schon echt kranke Franchises in der Mache. Du protestierst da so vor dem, dann, vor dem Büro. Dann gehe halt ich zur Aktionärsversammlung. Das ist halt so unfassbar krasse. Also, wir werden noch in diesen nächsten 6 Jahren bis zu 2030 so krasse Titel kriegen. Ja, klar. Also wirklich krasse Titel mit GTA, Elder Scrolls, ich denke mal Witcher. Das wird schon noch wild. Wird richtig wild.
Tja, und wann meinst du, also wenn wir dann noch weiter so 10, 15 Jahre in die Zukunft gucken, wann ist der Downfall von diesen Final Fantasy Finale? Wann ist die Haltbarkeitszeit abgelaufen? Von was? Ja, von solchen Titeln. Also GTA 10 irgendwann. Niemals. Wenn das immer auf der Qualität bleibt, sage ich, wird keiner mehr Videospiele spielen. Wird ja keiner halten. Was eigentlich nicht. Wieso sollte man das nicht halten? Über 10, 12 Titel? Aber die wurden doch immer besser. Also Rockstar-Titel wurden doch immer besser von GTA, oder? Oh, ja, ganz ehrlich, also ohne 5M würde ich dir nicht zustimmen. Aber naja, GTA also 5 Online, ist schon das beste GTA. Wenn wir, ja, da bleiben wir beim Singleplayer, ja, grandios beim abgebaut Online, im Laufe der Zeit. Also nee, ich glaube, von Spiel zu Spiel wurden die besser. Ach so, ist das gerechnet, ja, dann ja. Ja. Fallout 5, ja, Fallout 5, lieber Chat, wird ja nach dem nächsten Elder Scrolls Teil entwickelt, also vor 2000, weiß nicht, 36 müssen wir ja gar nicht drüber reden. From Software sind schon krasse Dudes, muss ich sagen. So mit deren Entwicklungsgeschwindigkeit, so klar, Elden Ring hat ein bisschen länger gedauert, so ja, okay, ist auch ein krasses Game geworden. Ich meine, so ein fucking DLC dauert jetzt auch 2 Jahre, das ist natürlich auch relativ lang. Ja, ist auch sogar über 2 Jahre für ein DLC, das ist halt auch krass. Ja, wobei, was heißt krass? Also, die Frage ist auch, was da passiert. Also, wir wissen noch nicht, was da passiert ist, und du gehst jetzt natürlich in dieser, das ist ja krass, Mechaniken davon aus, okay, die haben Elden Ring rausgebracht. Und mehr oder weniger damit angefangen, oh krass, die arbeiten schon wieder 2 Jahre daran, aber vielleicht arbeiten die da letztlich auch einfach nur erst ein halbes Jahr dran. Weiß man ja, eigentlich, krass, wie teuer in dem das wird? Bezug auf die Veröffentlichung von DLCs auf andere Dark Souls-Teile. Du kannst Shadow of the Erdtree 39,99 Euro. Boah, da ist das natürlich auch eine Stange Geld, nicht? Ja, dafür ein DLC ist das schon richtig krass. Ja, aber wenn das halt auf der DLC-Stufe jetzt von einem Richer Blood and Wine ist, das ist ja schon jetzt auch nicht klein gewesen. Ich glaube, das wird sogar noch größer. Denke ich halt, also kann ich mir halt auch vorstellen, aber so, das sind halt gute Spiele. Oh ja. Also Elden Ring DLC, ich glaube, das wird ein absoluter Banger. Also ich glaube, das, da gehe ich auch von aus. Ich glaube, das wird the Game of the Year hier. Einfach ein DLC. Apropos hier, ne? Heute ist unsere Elden Ring Liga rausgekommen. Ah, das sollten sich alle vielleicht mal angucken, ja, die Bock drauf also haben. Gestern für euch, die Podcast hören. Genau, also da habe ich noch gar nicht reingeguckt. Ich hoffe, da ist mit drin erklärt, dass ich davon ausgehe, dass die ganze Nummer ein bisschen länger dauert. Man weiß ja noch nicht, wie lange es dauert. Das Prinzip ist folgendermaßen, wir haben sozusagen eine Art Bingo, das heißt, wir hatten, ich weiß nicht mehr, wie viele Aufgaben, 25? 5x5? Ja, ich glaube schon, ja. Ja, 25 Aufgaben, die in Elden Ring erledigt werden müssen im ersten Gebiet, also nur in Limgrave. Das durfte auch nicht verlassen werden. Und die Weaving Peninsula unten, die haben wir dazu gezählt einfach. Ja, genau. Und jeder versucht, alle so schnell wie möglich zu machen. Die dürfen aber nur insgesamt 2x gemacht werden. Das heißt, wenn der erste die abstreicht und der zweite die abstreicht, dann kann der dritte die nicht mehr abstreichen. Und wer nachher die meisten Punkte hat, egal wie lange das dauert, bis alle abgestrichen sind oder nicht mehr weitergeht, der hat verloren. Gewonnen natürlich, Entschuldigung. Was ist los, Christian? Ja, nix, das ist wieder, YouTube macht doch endlich mal was. Ich gucke mir hier wieder eine ganze Seite Kommentare nur Ärsche an. Es ist erstaunlich zu sehen, wie weit du gekommen bist. Nee, warte mal, das fand ich besser. Welche Veränderungen im Bildungssystem haben an der Schule in den letzten Jahren stattgefunden? Fragezeichen, Smiley, Herzchen. Alter, ich kann es nicht mehr sehen. Ich muss da mal so viele Leute löschen und ausblenden. Das ist unfassbar, ja. Und ja, das... Ich hätte fast Franzi einmal gebannt. Bei hat die auch Twitter. So ein Arschbild? Nee, die hat geschrieben, Nacktbilder im Profil. Ach und so. Ich bann die eigentlich immer. Ich blockiere die immer. Und das war... Kurz vor knapp, dass ich Franzi fast blockiert hätte auf Twitter. Ich blockiere, also ich blende die Nutzer immer aus. Der Zusammenhalt unter den Teilnehmern ist spürbar. Es ist, als wäre man unter Freunden. Welche Wörter werden oft zusammen mit Hallo verwendet? Kuss. Ja, das ist auf jeden Fall rausgekommen. Könnt ihr euch gerne angucken. Wir würden uns freuen, weil das ist ein Projekt, was länger angelegt ist. Und die sind erwartungsmäßig ja eine Menge Brainschmalz reingesteckt wurde, gerade von Daniel und Bram. Und ihr müsst also keine Sorge haben, dass das irgendwie verfrüht weggeht. Das ist abgedreht. Abgedreht. Ja. Geil, gutes Wort. Ich hau jetzt rein. Hau rein, Braminador. Es ist Donnerstag. Ich verlasse euch wie immer um kurz nach 2:30. Okay. Tschüss.
Wir haben zum Beispiel noch eine E-Mail von Philipp. Philipp fragt, aktuell geht PokéRogue ja ziemlich ab, was den Hype um das Spiel angeht. Schaut ihr euch das mal in einem Stream oder in einem YouTube-Video an, fragt René. PokéRogue, was ist das, Jonathan? Ja, ich habe selber noch nicht gespielt. Aber du weißt doch, was das ist, oder? Bram kann das sagen, ja genau. Also gut, Dennis kann es jetzt sagen. Ja, Bram, sagst du mal was. Ach, schade, du bist Das ist ein Free-to-Play-Browser-Integration, wenn ich das richtig sehe. Und du hast halt, ja, Rogue, würde ich sagen, ist halt wie so ein Roguelike. Und du hast halt dann deine Starter-Pokémon, dann musst du dich halt durchkämpfen. Und du hast, glaube ich, jedes Mal, wenn du ein Pokémon besiehst, ein Level. Wenn ich das, aber ich habe es, wie gesagt, nie selber gespielt, nur immer reingeguckt. Falls ich jetzt Quatsch erzähle, könnt ihr mich da gerne darauf aufmerksam machen. Aber so ist es vom Prinzip und du kannst dann halt immer mehr Pokémon fangen halt auch und dann weiter kämpfen mit anderen Kombinationen und so weiter. Und ich glaube, am Ende musst du überleben, wenn ich das richtig sehe. Also wenn deine Truppe von 6 Pokémon kaputt ist, bist du auch kaputt und fängt neu an. Tippe mal, so funktioniert das. Und du kannst, glaube ich, sogar, also ich meine es, also ich hatte zumindest irgendwo mal in einem Twitch in einem Twitch-Titel gesehen, dass man da auch Shinies fangen kann. Das ist natürlich auch schon interessant dann. Ja, stimmt. Das habe ich auch irgendwo im Twitch-Titel mal gelesen. Also, wie kann das denn noch online sein überhaupt? Naja, da es halt nicht kommerziell ist, ist da scheinbar noch niemand hintergekommen. Das ist Nintendo-Latten, oder? Ja, keine Ahnung. Vor allen Dingen benutzen es ja YouTuber und Streamer schon kommerziell. Das ist dann natürlich dann auch wieder interessant. Inwiefern, vielleicht ist Nintendo einfach auch nur langsam? Ich weiß ja, es die nicht. Bereiten, also ich meine, bis du mit so einer 40-Mann-Anwaltschaft die Klage vorbereitet hast, dauert natürlich. Die sind auch in den Klagen von Palworld drin. Da müssen sie erst nochmal durchkämpfen sich und dann kommt PokéRogue, da stehen aber schon alle an. Dann gibt es bald irgendeine Zelda-Nachmache oder ich weiß es nicht. Wobei, Dingens haben sie das schon weggemacht, hier Zulu. Nee, wie ist das? Den Emulator. Keine Ahnung. Ja, Yuzu? Yuzu. Ja, ja. Yuzu. Den haben sie ja schon beseitigt. Asiatische Zitrone, mega lecker. Also, ist, glaube ich, recht interessant. Ich finde, also, wenn man jetzt Nintendo ist, sollte man diese Entwickler sich einverleiben und ein Spiel daraus machen. Das wäre smart. Ja, in meinen Augen. Also scheint zumindest ganz gut anzukommen. Anstatt sie wegzuklagen. Mhm. Aber ich weiß nicht, wie das in Japan geht. Du kannst sie ja wegklagen und danach einstellen. Also, weil gegen das Produkt musst du ja erstmal was machen. Ja, die Frage ist halt, ob du halt sagst, okay, nehmt das mal offline, dafür kaufe ich euch jetzt und gebe euch da eine Anstellung, eine vernünftige. Natürlich. Ist vielleicht smarter, als das halt wegzuklagen. Also weil dann, zum Beispiel im Sicherheitsbereich passiert das doch relativ häufig so in der IT, oder? Irgendwer hackt irgendwen und dann gibt es dafür auf die Finger und irgendwie Bewährung und danach findest du dann einen Job in der IT-Sicherheit. Das stimmt. Also, wisst ihr, ob da Assets benutzt wurden von echten Pokémon? Ja, alles. Gar keine Ahnung. Also deine Starter-Pokémon sind Shigi, Flugulomana und Bisasam. Ah ja, okay. Also du fängst alle Pokémon, also ich weiß nicht, Chat kann mir wahrscheinlich jetzt da helfen. Gibt's alle Pokémon, also alle 800 oder 900, die es gibt? Kann ich da alle fangen? Also sind alle drin? Sind alle. Oh mein Gott. Also PokéRogue ist scheinbar crazy. Also das sollte man sich vielleicht mal, man sich das nochmal angucken, bevor es offline ist, ne? Spielst du denn das normale Pokémon-Spiel sozusagen? Also du, nein, du läufst da gar nicht rum, du kämpfst nur. Ach, nur kämpfen? Von Kampf zu Kampf gehst du und du kannst dann halt, du hast glaube ich die Wahl dann die zu fangen. Ich weiß noch nicht, wie das halt weitergeht. So, wie gesagt, ich habe nicht einmal weitergespielt, weil bei mir hat das nicht funktioniert irgendwie. Das habe ich einmal abends gestartet, wo mir langweilig war und noch kein Diablo rauskam. Und da war dann wohl der Browser überlastet oder ich weiß es nicht. Und dann habe ich gesagt, okay, ich pack's jetzt nicht mehr an. Okay. Krass. Aber vielleicht sollte ich das mir mal angucken. Das wäre eigentlich mal ganz interessant. Bram wollte dazu ein Video machen. Er hat, wie gesagt, sehr viel gespielt. Ja, theoretisch ist das ja geplant. Nächste Woche. Ah ja, okay, das hatte ich nicht mehr am Schirm. Also mal gucken, ob es letztendlich dann vollzogen wird. Auch mal eine Frage. Okay, das ist immer die Frage, ja. Außerdem ist diese Woche dann X-Defiant released, glaube ich. Was für mich irgendwie wie eine halbe, also wie, da ist irgendwie nicht mehr so viel. Also hat das irgendjemand krass gehypt? Ist das krass? Keine Ahnung, ich habe an diesen Tagen noch keine Zeit gehabt, da dran zu gucken. Also die Beta hat echt Spaß gemacht. Halt, wie gesagt, ich atme seit einer Woche Diablo. Also wirklich, das macht mir so viel Spaß, ich habe alles andere ausgeblendet.
kann ich halt gar nichts zu sagen. Ist halt immer dann so das Problem bei mir. Ich suchte ein Spiel, bis ich einfach von einem Punkt auf den anderen keinen Bock mehr habe. Und dann geht es ins nächste rein. Also es soll wohl ganz gut sein, X-Defined. Die richtige Explosion ist da jetzt noch nicht passiert. In dem Sinne, dass jetzt auch wieder so im Zeitgeist gerechnet, also gerade weniger Zuschauer und Zuschauerinnen als World of Warcraft oder Destiny oder Apex oder Counter-Strike halt auf Twitch für einen Shooter, der halt gestern released ist. Mal gucken, ob sich das noch irgendwie hochmausern kann. Von uns hat es bisher noch keiner in der Release-Variante gespielt, deswegen können wir da noch nicht so viel drüber sagen. Aber wie gesagt, das sieht halt immer noch ganz gut aus, glaube ich. Ja, so ein bisschen, ich glaube, es ist ein Free-to-Play-COD ungefähr. So, das ist halt ein Vorteil von X-Defined, dass es halt Free-to-Play ist. Es hat sich in der Variante, die wir gespielt haben, sehr COD-ig gespielt. Also sehr schnell. Hat gut geklickt. So. Frage ist, kann man da Private zum Beispiel machen? Kein Plan. Oder bist du nur auf Servern, weißt du? Ich weiß nicht mal, ob es sowas wie Search and Destroy gibt. Ich auch nicht. Also ein bisschen mehr so taktische Spielmodi oder so. Ja, keine Ahnung, ich spiele halt, also wenn ich halt Shooter spiele, habe ich jetzt immer, wenn dann mal CS gezockt oder sowas. So von Shootern, so First-Person-Shooter spiele ich fast gar nicht mehr. Das ist ein bisschen auch so die Interesse so. Ja, das hatte ich ja auch mal gesagt, weil da hat man irgendwie alles schon gehabt, gesehen und dann kommen noch so ein paar Cheater dabei und dann ist, Ist halt wirklich so, ne? Wir haben uns dann so weiterentwickelt, so, das hat ja bestimmt auch was mit dem zu tun, was man schon alles gesehen hat, dass irgendwann so normale Shooter wie COD gar nicht mehr unser Ding waren, sondern wir dann so richtig in so eine Hardcore-Richtung gegangen sind, mit so was wie Tarkov, aber selbst da ist ja mittlerweile aus unterschiedlichen Gründen schwierig. Ja, und dann... Singleplayer-Shooter hätte ich gerne mal wieder. Ich hätte mal wieder ein neues, weiß nicht. Wolfenstein, hätte ich gerne. Ja. Aber erstmal cool. Wird es ja Doom werden. Das hatten wir ja schon in dem Leak von vor halbem Jahr. Mochtest du Doom Eternal? Weil das hat mich gar nicht volle so Kanne. Gecatcht. Okay. Beide. Also nachdem Doom schon abgefahren war, war Doom Eternal einfach nur so ein richtig geiles Stresslevel die ganze Zeit. Entwickelt das auch derselbe Teil von Bethesda? Wo wir wieder den Kreis geschlossen haben. Da fehlt da halt auf Skyrim. Da ist schon auch lange nichts mehr gekommen. Kein Evil Within, kein... Evil Within Studio wurde geschlossen. Oh, eben, das schade. Haben sie jetzt dann kein Doom und kein... Doom wird doch bald angekündigt. Ach, ist das so? Und Wolfenstein aber auch nicht. Das letzte, kann sein, dass das erstmal wieder tot ist. Diese Phil Spencer-Leaks da hatten, das war schon auch eine ganze Zeit lang her. Ich weiß nicht mehr, ob es ein halbes Jahr war oder so. Da war mit dabei, dass irgendwie ein Doom entwickelt wird. Ja. Aber wer weiß, vielleicht sagen sie am Ende dann auch noch und sagen, ey, Doom, canceln wir. Stimmt, glaube ich aber nicht. Glaube ich auch nicht. Aber wobei, Microsoft, wer weiß. Die Entwickler von Wolfenstein, da wird ja erstmal jetzt, glaube ich, nichts kommen, weil die machen ja das Indiana Jones Game. Stimmt, das habe ich ganz vergessen. Indiana Jones kommt ja auch noch, da habe ich auch mal Bock drauf. Ja, deswegen erstmal kein Wolfenstein, nehme ich mal an. Der erste Trailer von Indiana Jones sah schon ein bisschen weird aus, ne? So ein bisschen clunky. Ja, so ein bisschen, gucken wir mal, was das wird, aber ich habe Bock aufs Thema. Aber Ego auch, ne? Ja. Also ganz weird. Ganz nice. Aua, ey. Für Jay, das Entwicklerstudio von Skyrim brachte danach Fallout 4, Fallout 76 und Starfield. Also, ja, okay. Tja, ging bergab, sagen wir mal so. Ja, aber wobei, nee, also schlechter als Fallout 76, Starfield jetzt auch. Nein, nach, aber Skyrim. Aber ich kann jetzt nicht sagen, ob mir Fallout 4 oder Starfield mehr gefallen hat. Das ist auf einer Stufe vom Feeling her bei mir. Boah, gute Frage. Fallout 4 habe ich nicht durchgespielt. Ja, ich habe beides nicht durchgespielt. Ja, Fallout 4 versus Starfield, Chris. Fallout 4. Fallout 4, ja, okay. Ja. Starfield ist ja das gleiche, nur in Space. Also. Ja, mit ein bisschen schlechterer Umwelt. Keiner. Ah, ist doch alles so einfach. Spiel ja, zu damit haben wir wirklich jetzt hier... Das kann ja nicht so schwer sein. Das ist aber auch Starfield-Gebäsche. Es ist einfach den Erwartungen hinterhergeblieben, aber ja trotzdem noch ein okay gutes Game. Ich finde, das sind ganz gute Abschlussworte. Das kann doch alles nicht so schwer sein. Ja, um wieder bei der PKP zu landen. Der Wolpertinger, der wedelt mit der Skyrim-Flagge. Die Salz-Studios müssen einfach mal gegründet werden, glaube ich, für die Spieleentwicklung. Also falls ihr... Also ich würde sagen, die Gameplay-Regeln werden wasserdicht sein, wenn die von den Salz-Studios gemacht werden. Oh Gott, David Spieldesigner. Ja.
Nee, ob dann nachher Spaß macht, das weiß ich nicht. Ich schon, aber das reicht ja auch. Ja, schön, dass ihr heute beim Podcast wieder eingeschaltet habt. Es war sehr spaßig. Ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Tschüss.